Azure Gleam. Skirmish in the Fog. The Holy Kingdom of Fargus grants refuge to the Central Church as they flee Gerigmach Monastery, in turn provoking the Adrestian Empire to declare war on Fargus. While Dimitri and his advisors strategize how to repel the Empire's assault, they are met with devastating news. Lonato of Castle Gaspar has raised an army against him. As I'm sure you have all heard by now, House Roe in the south has declared its fealty to the Empire. What's more, Lord Lonato of Castle Gaspar has set out with the express intention of tracking down and murdering the Archbishop. I had hoped we could reconcile the matter by using neighboring lords as intermediaries. But it seems Lord Lonato couldn't look past our willingness to shelter the church and has taken the matter into his own hands. I can't believe this. Ash, I won't stop you if you wish to return to Castle Gaspar, even now. I appreciate the offer, truly. But I am a knight of the royal family. My place is here. So, what are House Roe and Lord Lonato's soldiers up to? Or the Imperial Army, for that matter? There's been no movement from House Roe as of yet. He likely lacks the nerve. Lord Lonato, on the other hand, has set off from Castle Gaspar and launched an attack on Geraint Land. Meanwhile, a vanguard from the Imperial Army has breached Kingdom territory. It seems they're aiming to rendezvous with Lonato and join the assault. Wait, but if they're just a vanguard, doesn't that mean a larger force is going to come after them? We'll never stand a chance if they manage to meet up and form one massive army. House Galatea is sending reinforcements to fend them off, but our enemy deployed alarmingly fast. I only hope the House Geraint soldiers can repel Lord Lonato and his men long enough. In any case, we can't just sit here on our hands. They need help, and fast. Let's ride. You're right, and I'll be coming with you. The risk is too great, Your Majesty. You should stay here, in the capital. We've already been over this to do. My leadership is needed on the front lines. We'll march west from Karen territory to intercept and crush Lonato and the Empire's forces. From there, we'll mount an attack on Arion Road. The Roe army will be cut off from the Imperial reinforcements and fall by our hand. Finally, we'll seize control of Arion Road and the entire Western Front along with it. I've asked a distant relative of the royal family, Duke Ivan, to keep watch over the capital in case of an emergency. Gustav will be staying behind as well. So as long as nothing too extreme happens, we shouldn't have anything to worry about. Sounds like a plan. Most of the big fights are going to be around Arion Road, if I had to guess. No matter what, we need to hurry. We'll be done for if we don't drive them off soon. Agreed. And my apologies. We always seem to deploy with such haste lately. It's nothing. It's not like it's your fault or anything. Sure, you're the king and we're your subjects now, but we're your friends before that. We'll do whatever you need of us. I suppose you're right. Thank you. Oh, and one more thing before we go. I received word from the church the other day. Seteth and his sister Flayne will be joining us from here on out, leading a company comprised of Knights of Seros. Seteth, huh? I'm not the kind of guy to turn down a helping hand, but I can't help but wonder why. I haven't had the chance to discuss it with him yet. Perhaps you can ask him yourself if the opportunity arises. Ja, Leute, damit willkommen zurück, ha? Yes, es ist Seteth, Leute. Seteth ist mit am Start. Wenn auch erstmal als Kavalier, nicht mit einem Wyvern, aber egal. Seteth und Flayne. Sehr schön, da freue ich mich schon drauf, das wird bestimmt ganz cool. Ich bin auch mal gespannt, was die denen für Moves gegeben haben.
Du kannst jetzt alle Verbündeten einladen, mit denen du auf Expeditionen Unterstützungslevel C oder höher erzielt hast. Einladen. Okay, Expeditionen. Ihr könnt Aktivitätspunkte ausgeben, um zu einer Expedition einzuladen, okay? Ach, okay. Konversationen, Fragen. Der Unterstützungswert erhöht sich. Wenn alles gut läuft, ergibt sich ein ruhiger Moment, in dem du deine Verbündeten ansehen kannst. Selbstverständlich, dass wir das natürlich auf respektvolle Weise. Oh mein Gott. Okay. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, wenn die das dann schreiben, ey. Oh mein Gott. Entschuldige, hast du einen Moment Zeit? Na klar, Dimitri, na klar. Ist wirklich das Charon-Gebiet diesmal. Okay. An sich ändert sich am Lageraufbau nichts. Die Eule ist nicht da. Okay. Gut. Moment. Aber erstmal. Du reist zum ersten Mal nach Magdred. Wie ich höre, überzieht dort ein dichter Nebel das Land. Ich frage mich, ob du zurechtkommen wirst. Wie meinst du das? Versuch nicht, das zu verbergen. Wir wissen beide, dass du manchmal etwas orientierungslos bist. Erspar mir einfach das Leid, mit ansehen zu müssen, wie du aus Versehen in feindliche Lager spazierst. Richtiger Zorro hier, ich sag's euch. So. Ach ja, wir haben ein Unterstützungsgespräch, das werden wir uns natürlich bald geben. Ja, ich freue mich. Das geht immer noch spannend weiter. Jetzt spielt Donato auch wieder eine Rolle. Merkt man auch, dass sich die Events alle ein bisschen anders entwickelt haben. Ne? Weil sonst wäre er jetzt wahrscheinlich schon weg vom Fenster eben. Einfach so eine Wäscheleine. Guckt sich immer wieder ganz gerne um. Ist doch leicht anders, habe ich den Eindruck, oder? Naja, egal. Ich gehe davon aus, dass so unsere Armee in Zukunft weiter vorrücken wird, während wir mehr Basen wie diese herrichten. Wenn viele Menschen über einen gewissen Zeitraum zusammenleben, kommt das immer zu verschiedenen Problemen. Es könnte auch für dich Unannehmlichkeiten entstehen. Bitte gib mir sofort Bescheid, wenn dies der Fall sein sollte. Jo, klar. Alles klar, danke. Ich werde mich bei dir melden, wenn nötig. Bitte tu das. Als Anführer dieser Armee ist es mein Ziel, möglicherweise entstehende Probleme so gut ich kann aus dem Weg zu räumen. Die Armee des Königreichs ist ein Zusammenschluss aus Soldaten unserer Adelshäuser. Wir sind ein Schmelztiegel aus Herkünften und Ideologien. Obwohl ich hoffe, dass alle untereinander Verständnis zeigen und Kompromisse eingehen, habe ich die Befürchtung, dass das nicht immer gelingen wird. Ich habe in Vorbereitung auf den kommenden Kampf einige Einrichtungen aufbauen lassen. Ich bin mir sicher, dass sie dir von großem Nutzen sein werden. Sieh dich doch bitte einmal um, solange wir die Zeit dafür haben. Okay, neue Einrichtungen. Hoppla, das wird ja immer größer hier. Okay, gut. Das ist ja super. Kannst du noch kurz mit Sylvain, wenn wir schon auf dem Weg sind hier. Jetzt, da Viscount Donato dem Kaiserreich die Treue geschworen hat, wird es ihm wahrscheinlich zu Hilfe kommen. Es würde seinem Ruf schaden, seinen Unterstützer im Stich zu lassen. Es wäre schließlich ein abschreckendes Beispiel für alle, die erwägen, das Königreich zu verraten und sich dem Kaiserreich anzuschließen. Deswegen wette ich darauf, dass die Kaiserin sich bemühen wird, Gaspards Armee zu retten. Es gibt mir das Gefühl, dass... Ich weiß nicht, dass der Krieg jetzt wirklich begonnen hat. Ah, den könnten wir jetzt auch einladen, theoretisch, oder halt ein Geschenk geben. Jo, alles klar. Interessant mit diesen Expeditionen, werden wir uns natürlich auch mal genauer angucken. Das sollten wir, denke ich, auch alsbald mal machen, dass man das auf jeden Fall schon mal gesehen hat. Ah, ja, hier steht ja auch Flayn rum. Cool. Ist hier, ah ja, natürlich ist Zetaf in der Nähe von Flayn. Ich werde mich in diesen Kampf der Armee des Königreichs anschließen. Natürlich bin ich nicht einfach so hier aufgetaucht. Ich habe die große Rhea um Erlaubnis gebeten. Kampffähigkeiten anzweifeln. Oh Gott. Du kennst dich zumindest ein wenig mit Kämpfen aus, ja? Schön, dass du uns unterstützt. Meine Güte, ein wenig? Ich muss dir mitteilen, dass ich trotz meines Äußeren schon reichlich Erfahrung auf dem Schlachtfeld habe. In diesem Sinne, Setter und ich freuen uns schon darauf, an deiner Seite zu kämpfen. Ein Geschenk geben haben wir Fisch dabei. Mag beliebte Orte, Wissen erwerben, Freundschaften schließen, Gespräche über Liebe vergiss mal nicht so. Setef, Lügen, Schlafen gehen. Alles gut da unten. Ach Gott. Der übertreibt einfach zu sehr, was? Naja, lass das mal gut sein fürs Erste. Setef. Die Erzbischöfin ist tief bewegt und äußerst dankbar, vom Königreich akzeptiert worden zu sein. In ihren Augen wäre es sehr bedauerlich, wenn es uns nicht gelänge, als Lohn für deine noblen Tat miteinander zu kooperieren. In Anbetracht dessen haben wir einen Teil der Ritter der Serus entsandt, um dich zu unterstützen.
sie nur aus diesem Grund kämpfen. Frage, ob er auch kämpfen wird. Ich verstehe eure Gründe, aber werdet ihr selbst auch kämpfen? Ihr seid kein Ritter, ihr seid nur der Assistent des Erzbischofs. Als solcher obliegt es meiner Verantwortung, an vorderster Front zu stehen und den Kampf in Vertretung der großen Dreher zu überwachen. Die Ritter der Seros sind die besten im Lande. Sie stehen der Armee des Königs in nichts nach. Zweifellos werden wir dir von großem Nutzen sein. Ja, Zetov, der ist immer eine richtig gute Einheit gewesen, auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier alles? Der Dew steht wieder, wo er so ziemlich immer steht, ja? Du weißt vermutlich, dass Viscount Lonato Ashs Adoptivvater ist. Solange Ash entschlossen ist, am Kampf teilzunehmen, sollten wir uns nicht einmischen. Dennoch wird Lonato ein schwieriger Gegner für unseren Freund sein. Bitte behalte das im Hinterkopf. Na klar. Na klar. Der hat es jetzt besonders schwer, der Ash. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Wir sollten uns immer auch sorgfältig umsehen, dass wir nichts verpassen natürlich. Aber zur Not werdet ihr mir schon das mitteilen und mich nochmal warnen, glaube ich. Wir haben immer ein bisschen Zeit, bis die Hauptmission dann losgeht. Gehen wir mal zum Archivar hier drüben. Hier kannst du deine vergangenen Kämpfe noch einmal durchgehen. Die Vergangenheit kann uns viel lehren. Komm einfach her, wenn du deine vergangenen Aktionen noch einmal überdenken möchtest. Ah, okay, optionale Kämpfe. Die können wir dann nochmal spielen. Du kannst auch eine noch nicht abgeschlossene Subquest wählen. Wir können alle Einheiten einsetzen. Nicht nur jene, die an diesem Punkt der Geschichte zugegen sind. Ah ja, cool. Ah, es ist selbst hier möglich, Einheiten zu verlieren. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen trotzdem. Ah ja. Ach, es steht dann auch schon da, alle S. Okay. Und hier müsste ich quasi... Da hatte ich dann einen A-Rang wahrscheinlich dann. Ne? Das heißt, hier müsste ich quasi nochmal gucken, dass ich mir auch nochmal den S-Rang krall. Aber schön, dass das nochmal markiert wird mit alle S. Das ist ganz gut. Dann werde ich da auf jeden Fall drauf achten. Und das alsbald nachholen, klar? Logisch. So. Felix steht hier auch. Als ich 14 oder 15 war, sind der Keiler und ich in den Westen gezogen, um die Rebellion niederzuschlagen. Da habe ich das Tier in ihm kennengelernt. Ich weiß genau, was ich damals gesehen habe. Was denkst du, kannst du dir den Ausdruck in seinem Gesicht ausmalen, in dem Moment, als er den feindlichen Kommandanten tötete? Wahrscheinlich können wir das nicht. Wir reden hier von Dimitri, richtig? Ich habe keine Ahnung. Wenn er jetzt Gegner niederstreckt, wirkt er dabei so gleichgültig. Ich sage es, er hat gelächelt. Er stand vor dem leblosen Körper des feindlichen Kommandanten und lächelte. Trunken von seinem Blut rausch. Ich weiß inzwischen, dass dieser Kommandant in den Dusko-Vorfall verstrickt war. Und es ist sicher nicht falsch, Rache zu suchen. Aber wenn ich Dimitri jetzt ansehe, dreht sich mir manchmal der Magen um. Es ist ja schon verständlich, ne? Dimitri ist halt sehr rachegetrieben, letztendlich. Sympathisch, wie er in anderen Situationen sein mag, das ist halt wirklich was sehr Negatives letztendlich. Was sehr Gefährliches. Muss man einfach auch nochmal betonen an der Stelle. Ah, der Schmied ist da. Ja, cool. Wir haben jetzt endlich einen Schmied hier. Und Rodrigo, du holst jetzt erstmal eine schicke Waffe oder was hier? Ich kenne Viscount Lonato. Er hat eine Weile unter Rufus gedient. Und ich habe gehört, dass ihm Schloss Gaspard auf Empfehlung des Großherzogs zugesprochen wurde. Allerdings sind die beiden recht häufig aneinander geraten. Deswegen war es vielleicht nur eine Methode, um diesen lästigen Mann loszuwerden. Das letzte Mal, dass ich Viscount Lonato gesehen habe, war auf Lamberts Begräbnis, glaube ich. Ich kann kaum glauben, dass wir uns jetzt auf diese Weise wieder begegnen. Der Gedanke schmerzt mich. Und es liegt ja daran, dass wir uns mit der Kirche zusammengetan haben, weil das ist ja dieser Konflikt eben, ne? Weil die ist ja gespalten letztendlich auch und das Königreich selbst ist dann auch nochmal gespalten und ach Gott, oh Gott. Ist alles sehr kompliziert. Reih mir deine Waffen rüber und ich schwing für dich den Schmiedehammer. Vergiss niemals, das Einzige, was zwischen dir und deinem Tod steht, ist die Waffe in deiner Hand. Die Schmiede, jawohl. Super. Endlich. Ach, und reparieren geht auch, was? Die nehmen Schaden. Noch gar nicht aufgerufen. Ach so, ah. Ja, Rostwaffen, natürlich. Du kannst Waffen reparieren lassen, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Wenn eine Waffe kaputt geht, werden ihre Kraft und ihre Haltbarkeit drastisch verringert und ihre Attribute werden ineffektiv. Dies wird durch eine Reparatur behoben. Reparierte Waffen erlangen leichter, mächtige Attribute und verfügen über ein höheres Schmiedelimit. Diese Waffen sind zudem immer vollständig geschmiedet, sobald sie repariert wurden. Ah, das klingt sehr gut. Kostet uns mal 1500. Aber das macht man natürlich gerne. Ich bin hochgespannt. Und wenn wir schon dabei sind, sollte mir vielleicht nebenbei noch ein Licht aufgehen. Oh. Sehr gut. Ganz vergessen.
Du hast keine Waffen, die repariert werden könnten mehr. Aber das war jetzt eine sehr mächtige Waffe anscheinend. Sehr gut. Du kannst Gold ausgeben, um Waffen zu schmieden und so ihre Kraft und Haltbarkeit zu erhöhen. Klasse. Okay, da können wir uns also bald so richtig austoben. Das sehe ich schon. Super. Oh ja, wir haben auch ein paar schicke neue Sachen schon bekommen nebenbei. Jo, alles zu seiner Zeit. Cool. Heilige Waffen verfügen über einzigartige Eigenschaften. Wenn eine heilige Waffe von jemandem eingesetzt wird, der das entsprechende Wappen besitzt, werden alle Heileffekte erhöht. Heilige Waffen sind zwar mächtig, verfügen über ihren Ausgangszustand, jedoch noch nicht über ihre wahre Stärke. In der Schmiede kannst du ihre Effekte entfesseln. Ah ja, okay, cool. Wenn das Heileffekte verstärkt, ist das denn nicht wahrscheinlich bei einem Heiligen Ritter sogar ziemlich gut, wenn wir die irgendwie halt jemanden bewachen lassen oder so auch? Ich denke halt in Kombination mit sowas wie Nosferatu müsste es wahrscheinlich dann auch funktionieren. Aber gut, eigentlich ist Heilung halt echt nicht so wichtig, weil das Problem ist halt, dass Heilung in die Ränge mit reinkommt, ne? Deswegen, also Quatsch, den Schaden, den du nimmst, das kannst du ja mit Heilung nicht mehr rausholen. Das ist ja eher das Problem. Ja, hier können wir uns austoben. Ich glaube, das ist auch gar nicht so super interessant. Das mache ich so nebenbei mal. Oder keine Ahnung, ich glaube, die Schmiedeprozesse sind weniger interessant. Außer wir haben halt Rostwaffen. Ich glaube, das ist dann wiederum spannender. Logistikmeisterin, okay. Hey, cool, hier sind auch so Hunde wieder. Sind auch die Rassen aus Three Houses. Hier sammeln wir alle nicht benötigten Waffen und Ressourcen. Versorgungsgüter sind das Lebenselixier jeder Armee. Es darf nichts verschwendet werden. Ah, okay, Versorgungsdepot. Wir können hier also Ressourcen eintauschen. Abholen lassen. Okay. Veredelungssteine tauschen. Ah, ja, deswegen bekommt man auch so richtig viele von den Dingern. Jetzt verstehe ich das. Okay. Ah ja, okay, also das ist ja cool. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und auch das hier könnten wir wiederum quasi erweitern, wenn wir das möchten. Ah ja, Materialien sammeln. Ich glaube, das sollten wir bald upgraden. Das ist sicherlich nicht verkehrt, dass wir da möglichst viel bekommen. Ah, und wir können euch aber auch Ausrüstung geben und kriegen dann wiederum was. Ah, okay, da kriegen wir jetzt einen Veredelungsstein. Das ist natürlich ein ziemlicher Witz. Und hier auch nur zwei. Okay, ja gut. Oder summiert sich das entsprechend hoch? Nee, auch nicht so wirklich. Ne? Also, ja gut. Aber man kann die doch auch verkaufen, oder? Ist das nicht was besser? Ich weiß nicht, ein Veredelungsstein ist halt lausig gefühlt. Aber wahrscheinlich ist das einfach, wenn wir jetzt irgendwie so Stahlwaffen haben oder Silber, wird es wahrscheinlich deutlich besser, nehme ich mal an. Ressourcen liefern. Ach so, ja, Giftsteine wieder zu Veredelungssteinen. Na, aber das Tauschen ist natürlich super interessant. Da könnten wir uns jetzt auch schon direkt was holen. Wir könnten zum Beispiel mal gucken, was brauchen wir eigentlich. Einfaches Baumaterial und Lagerbeutel, jeweils 10 Stück. Okay, dann wird das auf Dauer ja schon ganz schön teuer, ne? Also da brauchen wir schon viele von den Dingern. Was haben wir hier sonst noch so? Kommen jetzt überhaupt dann alles dran? Also nochmal, das andere kriege ich glaube ich gar nicht, oder? Ein Lagerbeutel. Ah ne, da unten war er, den habe ich nur übersehen. Dann machen wir das halt mal. Dann kriegen wir in regelmäßigen Abständen schon mal Material, was sich sicherlich lohnt. Ne, Moment, was jetzt Einfaches oder Grobes? Das war Einfaches. War ich vorhin schon richtig. Boah, das können wir mal machen, klar. Direkt mal upgraden hier. Vorräte wiedererlangen. Wenn du einen Kampf abschließt, werden Ressourcen automatisch ins Versorgungsdepot gelegt. Erlange diese Ressourcen wieder, indem du Vorräte abholen wählst. Okay, verstärke den Versorgungstrupp mit zusätzlichem Personal. Erweitere die Versorgungslinie. Erhöht die Auswahl an handelsfähigen Items etwas. Okay, klingt alles super. Ich glaube, da können wir sehr schnell schon anfangen. Moment, was haben wir denn jetzt hier? Ach, Vorräte abholen, genau. Es ist nichts da, aber sicherlich bald. Ich denke, das ist schon ganz gut, wenn man das möglichst früh macht. Cool. Ja, das Lager ist echt super. Wird ja immer besser alles. Ah, hallo. Danke für deine Unterstützung und Eile. Ich bin Catherine und auch Catherine Donnerkai. Ich bin eine Ritterin der Seros. Es freut mich, an deiner Seite zu kämpfen. Ja, stellen wir uns einfach vor, ganz im Ernst. Ich bin Chris. Ich bin derzeit Kommandant in der Privatarmee des Königs. Ich habe schon viel von dir gehört. Man sagt, du wüsstest mit deinem Schwert umzugehen. Die große Rehe hat uns die direkte Anweisung gegeben, der Armee des Königreichs zu Hilfe zu kommen. Die Kirche ist dankbar, dass das Königreich uns aufgenommen hat, trotz der Gefahr, und wir werden unsere Dankbarkeit auf dem Schlachtfeld zeigen. Ah ja, sie haben wir jetzt aktuell nicht spielbar, ne? Aber da freue ich mich schon drauf, falls das der Fall sein sollte später. Ich glaube, dass Catherine bestimmt richtig abgeht auf dem Schlachtfeld.
und jetzt kommen endlich auch Bataillone. Ah, willkommen. Ich kann dir gerne einige Bataillone empfehlen. Es wird sicher eine große Hilfe im Kampf sein, erfahrene Einheiten an deiner Seite zu haben. Okay, was bringen die uns denn hier konkret eigentlich? Es ging eine bestimmte Waffenart am effektivsten, okay. Und da kriegen wir dann den Bataillons-Effekt. Okay. Und die haben auch wiederum Ausdauer. Okay, wenn wir halt Schaden bekommen, alles klar, gut. Soweit logisch nachvollziehbar. Ah, und hier können wir uns das Autoritätslevel entsprechend erhöhen. Also, beziehungsweise, dass wir halt die dann auch anheuern können überhaupt. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich alle erstmal recht lausig sein, ne? Okay, Axtabwehr, Schwertabwehr. Okay. Aber cool, ja, das können wir auf jeden Fall dann später mal machen. Wir können ja auch direkt erstmal... Wir holen uns jetzt einfach mal 3 Stück, interessant. Super, okay. Tipptopp. Dann können wir jetzt noch... Oh, Anna ist auch da. Cool. Willkommen in meinem Laden. Oder in dem, was einmal mein Laden sein wird, wenn ich das verflixte Ding dann eines Tages eröffne. Wie dem auch sei. Hallo, ich bin Anna. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Wenn mir da draußen etwas Gutes über den Weg läuft, werde ich es in meinen Bestand hinzufügen. Also komm immer mal wieder vorbei. Gibt's eigentlich auch irgendwelche jetzt Secrets? Wie im ersten Warriors musste man die immer einsammeln, ne? Weiß das jemand? Kürzlich sind einige Gelehrte der Kirche in Richtung Galatia-Territorium aufgebrochen. Ich glaube, der Fürst hat sie eingeladen. Galatia ist offensichtlich verarmt. Doch gibt es nichts als Ödflächen. Ich vermute, sie arbeiten an einer Art Projekt zur Urbarmachung. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass sowohl wir als auch sie den Leuten des Königreichs helfen werden. Mhm. Und hier ist Cyril. Ich bin bin mit Zetaf hergekommen, aber ich muss bald nach Camulus zurück. Ich bin nur hier, um der großen Rea zu berichten, wie die Dinge an der Front stehen. Ich werde wohl dann und wann wieder herkommen, um etwas für sie zu erledigen. Viele der Mitglieder der Kirche in Camulus sind ältere Leute, deswegen ist es an mir anzutreten, um mein Bestes zu geben. Okay, alles klar. Ist er schon wieder weg, wow. Arian Roth, das ist der Sitz der Macht von Haus Rowe. Es ist unter allen Festungen in Fotland dafür berühmt, so gut wie uneinnehmbar zu sein. Wenn es uns gelänge, Viscount Lonato in Mark Dredd zu bezwingen und damit einen Siegeszug zu beginnen, der uns Arian Roth einnehmen lässt, sollten wir im Vorteil sein. Und selbst wenn die Armee des Kaiserreichs übermächtige Einheiten hat... Ja, Arian Roth, das ist schon eine super Location. Moment, hier ist ein Torwächter. Ja, let's go. Ja, sein Spruch. Yes, yes, yes. Oh, ich freue mich. Er ist da, Leute. Er ist da. Der einzig wahre Torwächter. So, das ist einfach das Beste heute. Das ist mein Highlight, ja. Über 20 Minuten drin. Torwächter scheint. Was könnte noch besser sein? Ja, jetzt hat der Part den Höhepunkt erreicht. Ab hier kannst du noch schlechter werden. Ihr leistet gute Arbeit, Kommandant. Weiter so. Keine besonderen Vorkommnisse heute. Genau. Immer den Satz sagen. Erinnert ihr euch an mich? Ich habe damals in Garrick Macht das Tor bewacht. Natürlich erinnere ich mich an euch, aber warum seid ihr hier? Ich bin hergekommen, um die Mitglieder der Kirche zu beschützen. Und auch, weil ihr Leute aus dem Königreich mich in Eile gerettet habt. Ich habe Familie in Adrestia. Wenn ich also ganz ehrlich bin, habe ich gemischte Gefühle bei dieser Sache. Aber es ist die Pflicht eines Torwächters, für die Sicherheit seiner Schutzbefohlenen zu sorgen. Ich verteidige diese Tore mit meinem Leben. Hey Leute, es gibt doch so viele Cosplays. Gibt's eigentlich gut... Hat jemand den Tor... Hat ihn schon mal jemand gespielt? Das muss man machen, ja? Und das ist auch gar nichts... Es ist wahrscheinlich nicht mal unbedingt so super komplex. Weil das ist ja eigentlich relativ generisch. Wahrscheinlich gibt's... Ich kann mir nur vorstellen, dass es teuer werden kann, aber davon abgesehen... Ist wahrscheinlich nicht mehr super komplex zumindest. Also, beste Idee. Am besten so ein kompletter Torwächter-Trupp. Das wäre so genial. Und dann alle so im Chor, nothing to report. Ja, Leute, das wär's. Das wär's. Das fände ich super. Torwächter-Choreografie. Yes, das sind die Ideen, ich sag's euch, ja. Das fände ich ja, also das wäre schon lustig, ja. Das wäre schon so ein richtiges Highlight. Oh, Ash, das ist auch wieder gut gemacht, wie er da hinten steht, so ein Abseits, das kann man voll nachvollziehen halt. Ist wirklich am entferntesten von allen anderen. Hier an diesem Baum ein bisschen am Nachdenken, ha. Ja, tut einem schon leid.
Ich verstehe nicht, warum Nonato einen so sinnlosen Kampf herbeiführen sollte. Er hegt wegen der Sache mit meinem Stiefbruder einen Groll gegen die Kirche, ja, aber so weit zu gehen, in der Stadt Soldaten zu rekrutieren. Ich denke, was sollten wir machen? Schwierig. Ich weiß nicht, was ihm passt. Ich meine, ich kann ihm mal zustimmen. Ja, ganz egal, wie die Umstände sind, das macht keinen Sinn, Zivilisten mit hineinzuziehen. Naja, nicht das Beste, was man hätte sagen können, wahrscheinlich. Die Leute in der Stadt lieben Lonato. Ich bin sicher, sie waren bereit, für seine Sache zu kämpfen. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, diese Leute ohne Ausbildung und Erfahrung in den Kampf zu schicken. Ja. Die Sache ist kompliziert und unschön. Hey, Moment. Ich habe schon viele Kämpfe an der Seite meines Befehlshabers bestritten, aber das hier ist das erste Mal, dass ich mich Schloss Gaspard nähere. Anscheinend ist der Herrscher von Schloss Gaspard bei seinem Volk äußerst beliebt. Ich frage mich, ob die Leute sich dem Kampf anschließen werden, wenn Viscount Lonato selbst auf dem Schlachtfeld kämpft. Die Moral seiner Soldaten muss wohl auch himmelhoch sein. Tja, ich bin nicht für solche Inbrunst gemacht. Ja, ihr steht natürlich hier in der Küche, ne? Das ist mir schon wieder klar. Ich glaube, Schloss Gaspar liegt im Territorium von Rowe, in der Nähe der Dominik-Ländereien. Ich habe Graf Rowe sogar schon persönlich kennengelernt. Nun gut, wir haben nur ein paar Worte gesprochen. Er ist sehr unfreundlich mit seinen Bediensteten umgegangen. Ehrlich gesagt hat er keinen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Wenn wir gegen Viscount Lonato und die kaiserliche Armee kämpfen, werden wir als nächstes Graf Rowe gegenüberstehen, richtig? Ich nehme an, sie werden uns nicht einfach die Tore öffnen, wenn wir das Schloss mit einer großen Armee belagern. Nein, gewiss nicht. Oh je. Können wir nochmal einladen, wenn sie schon hier stehen. Wie ich es verstehe, gehört die Kirche des Südens zu den Kirchen Adrestias, die den Glauben an Seros vertreten. Anscheinend hatte sie vor langer Zeit einen Streit über ihre Glaubenslehre mit der Kirche der Mitte. Aber es muss doch gewaltige Unterschiede zwischen der... Oh, da ist schon wieder ein Fehler drin, aber egal. Zwischen der alten Kirche des Südens und der heutigen geben, nicht? Ja, genau. Also wie unterscheiden die sich denn ganz konkret? Jetzt, das ist doch super interessant. Wie meinst du das? Ist es nicht immer noch dieselbe Organisation mit dem gleichen Glaubenssatz? Nun ja, die heutige Kirche des Südens steht ja unter dem Kommando des Kaiserreichs. Und der Bischof folgt den Weisungen der Kaiserin. Mir fällt der Name ihres Bischofs gerade nicht ein, aber wenn ich mich recht erinnere, ist er der Vater eines der Studenten der Schwarzen Adler. Ich frage mich, ob all die Änderungen im Rahmen der Kirche die Leute im Kaiserreich nicht überrascht haben. Wenn etwas, das ich als gegeben hinnehmen würde, so plötzlich solche Ablehnungen erführe, wäre ich wohl auch etwas verwirrt. Ah ja, aber wenn ich hier schon übrigens spreche von Leuten, die wir einladen müssen, dann ist diesmal auf jeden Fall Ash mit am Start, das ist klar. Der braucht hier auf jeden Fall sein richtig gutes Essen, ja. Bisschen die Stimmung aufhellen, so gut es halt geht. Boah, das ist ja ein krasser Typ hier. Nicht in einer Million Jahr hätte ich erwartet, dass ich einmal als Kommandant für Fergus kämpfen würde. Selbst jetzt noch packt mich dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn ich die Flaggen der königlichen Ritter im Wind wehen sehe. Ihr braucht kein Auge auf mich zu haben, ich mag Fergus zwar hassen, aber ich bin ihm derzeit nicht feindlich gesinnt. Oh je. Aber allen Grund dazu hat er ja, ne? Oh, ach so, sie ist jetzt auch hier. Gleich schon am Trainieren, weißt du? Okay. Solange es einen Weg für mein Überleben gibt, werde ich diesen Weg gehen. Immer. Aber ich habe Erleichterung, dass ich nicht bald wieder gegen das Kaiserreich kämpfen muss. Ich kann jetzt meine volle Stärke geben. Wir sagen, dass die kaiserliche Armee auch dort sein wird. Ja, nochmal zustimmen. Ja, ich bin auch erleichtert. Du wärst sicherlich begeistert, gegen ehemalige Verbündete kämpfen zu müssen. Ja, aber ich kann es nicht vermeiden. Ich werde mein Herz stellen müssen. Jetzt gebe ich meine Konzentration nur den nächsten Kampf. Ich darf keine Sorgen darüber haben, gegen wen ich kämpfen werde. Ich weiß nicht. Das ist mir zu sehr 180 Grad, oder? Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Findet das zu sehr 180 Grad? Also, ich glaube, das müsste langsamer sein. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, sie wäre nicht sofort jetzt schon spielbar, sondern vielleicht erst, keine Ahnung, in irgendeiner Zelle oder so. Noch so ein bisschen, keine Ahnung, Widerstand leisten und so. Ich weiß nicht, das ist halt so super 180 Grad, finde ich. Ich meine, klar, da kannst du jetzt sofort spielen und wahrscheinlich ist es ganz zufriedenstellend für viele halt. Einfach gleich...
wenn sie sehr, sehr gerne haben, einfach als Charakter, ne, dass man sie sofort mitnehmen kann. Aber ich weiß nicht, wie gut ich das finde tatsächlich. Hm, schwierig. Ich glaube, es passt nicht so wirklich, oder? Seine Majestät hat so viel zu tun und doch kommt er jeden Tag, um mit uns zu trainieren. Die anderen in meiner Einheit und ich, wir versuchen immer, es mit ihm aufzunehmen, aber wir sind ihm nicht im geringsten gewachsen. Davon abgesehen profitiert unsere Zusammenarbeit von diesen Trainingsstunden. Damit sind wir eigentlich ebenbürtigen Gegnern überlegen. Wenn ich eines weiß, dann das. Der Stärke deiner Verbündeten zu vertrauen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, das ist entscheidend, immer. Ja, ich meine, die ganzen Lords sind ja so Leute, die gerne an der Front stehen, hier muss man ja sagen, ne? Die Three Houses, die Lords. Und das ist natürlich auch super für die Motivation. Wenn auch gleichzeitig natürlich recht riskant. Muss man sich schon leisten können. Habt ihr die Geschichten gehört, die man sich über den Roten Morgen von Ita erzählt? Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber ein überlebender Getreuer des Großherzogs von Ita wollte Rache üben und den König ermorden. Doch an dem Morgen, als die Tat begangen werden sollte, fand man die kopflose Leiche des Bediensteten vor Schloss Ita liegend. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, was? Ich frage mich, ob uns das gleiche Schicksal droht, wenn wir uns dem König entgegenstellen sollten. Hm, interessant. Ah, ja stimmt, der Harpy ist ja auch da. Oh ja, Harpy einsetzen, das wird bestimmt cool. Da freue ich mich drauf. Ah, Schätze, dann gehöre ich jetzt wohl zu euch. Naja, immer noch besser, als irgendwo da draußen zu sterben. Trotzdem erstaunlich, dass ich letzten Endes im Königreich gelandet bin. Es wäre aber wirklich nicht einfach, das Ganze erklären zu müssen. Ah, ich hoffe, ich begegne ihr nicht. Wie meinst du denn? Ihr? Das ist eine lange Geschichte. Viel zu lang. Vergiss es einfach. Ja, ich weiß schon, wen du meinst, ha? Weil eigentlich Adlige und so. Aber gut. Stimmt, ich kann ja auch immer rennen. Das sollte ich vielleicht häufiger mal machen. Während wir unsere Kräfte gen Süden wenden, richtet der Markgraf seinen Blick nach Norden. Er hat noch einen weiteren Sohn neben Sylvain. Ach, nein, schon gut. Ich sollte nicht über Dinge sprechen, die die anderen Häuser betreffen. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Sylvain hat einen Bruder? Nun ja, einen älteren Bruder. Er heißt Miklan. Ich bin ihm einmal begegnet, als ich noch sehr jung war. Ich habe nie wirklich Gutes von ihm gehört, aber vor einigen Jahren hat seine Familie ihn dann verstoßen. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass er zum Dieb wurde und sich jetzt durch die Dörfer plündert. Also dann, es gab Informationen darüber, dass der Feind im kommenden Kampf eine erfahrene Söldnertruppe einsetzen wird. Wir sollten nun bei unseren Vorbereitungen also davon ausgehen, dass der nächste Kampf heftig und grausam wird. Miklan, ha? Ja. Und auch nur verstoßen letztendlich mit wegen der ganzen Wappengeschichte natürlich wieder. Das ist die Brutalität von Fodlan. Kennt ihr die Magdret-Straße? Sie verbindet den Wald im Westen mit Garrick Mach. Schloss Gaspard liegt an dieser Straße, Lonato ist der Kastellan dort. Manchmal liegt undurchdringlicher Nebel auf der Magdret-Straße, aber zu dieser Jahreszeit sollte das nicht der Fall sein, vermute ich. Ah ja, jetzt haben wir auch mit allen gequatscht erstmal. Dann können wir ja mal beim nächsten Mal Expedition machen und wir können auch mal nochmal genau mit den Leuten essen gehen etc. Ihr wisst ja, was man so alles tun kann. Das werden wir auf jeden Fall alles mal ausprobieren, denke ich. Ja, auf jeden Fall muss Ash mit dabei sein. Der muss jetzt auf jeden Fall aufgeheitert werden. Das ist unsere Top-Priority hier. Das geht so nicht. Okay, ja, wir können auf jeden Fall einiges tun. Der nächste Part wird, denke ich, ganz vollgepackt sein. Unterstützungsgespräch. Oh ja, wir haben gleich mehrere und wahrscheinlich kommen auch noch tendenziell welche dazu. Jetzt bin ich noch mal kurz neugierig, wenn wir schon dabei sind. Oh, sie hat mit der Duke gleich zwei Gespräche. Mit uns natürlich, ich glaube, wir haben immer drei, oder? Ich glaube, das ist immer das Gleiche. Ah ja, Harpy hier hat tatsächlich auch nur mit uns. Oh, das finde ich ein bisschen schade. Überall nur C. Sonst, Zetif. Ah ja, mit Flayn, ja. Hm. Ah, Flayn und Ash, okay, das ist noch ganz nett. Aber euch ist fast ein bisschen wenig, habe ich den Eindruck. Aber, naja. Vielleicht bei den anderen mehr, könnte auch gut sein, ne? Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.